Sie, dass es Männerobst gibt? Wissen Sie, was Männerobst ist? Habe ich auch gelernt. Wassermelone. Wissen Sie warum? Das sind für den Mann drei Sachen auf einmal. Du isst, du trinkst und du wäschst dein Gesicht. Ich darf das nicht im Supermarkt kaufen. Obst, mein Johannes, du fährst zum Biomarkt früh morgens, du kaufst nur einmal beim regionalen Händler. Dann frage ich mich immer, warum so früh? Die kommen doch aus der Nähe. No, und die kommt jeden Tag mit was anderem. Hier, Johannes, trink den rote Betesaft, der ist gut für dich. Sag ich, nee, mag ich nicht. Sagt sie, doch. Da habe ich vergessen, dass ich rote Betesaft mag. Ich finde sowieso, Sie sind so eine Mischung aus George Clooney und Thomas Müller. Sie auch. Nein, das stimmt. Das ist der Vorteil, wenn man schlecht sieht. Statistisch gesehen werden Frauen älter als Männer. Das bedeutet, wenn ich 70 werde, kommen 5 Frauen auf mich. Das ist eigentlich, so muss man das auch mal sehen, liebe Zuschauer. Ne? Doch, nicht alles schlecht im Alter. Gut, Zeitpunkt ist schlecht, aber... Darf ich Sie mal fragen, haben Sie schon mal einen Typ geküsst mit einer richtig langen Zunge? Ne? Wollen Sie denn mal? Ne? Sie könnten sitzen bleiben, ich kann das von hier. Bringt doch einen. Denn wenn dieser Kampf in meinem Kopf entschieden wurde, egal von welcher Partei, und ich entschließe mich, sagen wir mal, von so einer Privatparty nach Hause zu gehen. Bei mir immer das Gleiche, wenn ich allein das Treppenhaus runtergehe, da lobe ich mich laut selbst. Da gehe ich die Treppe runter und sage, das hast du gut gemacht. Genau, richtig den Absprung geschafft. Morgen früh bist du fit. Oh, Profi. Das glaube ich immer nur so lange, bis ich an die frische Luft komme. Da sieht die Welt immer anders aus, gell? Ich frage mich auch immer, wie viel Prozent Alkohol hat frische Luft? Ich bin ein ganz stolzer Patenonkel und mein Patenkind ist mittlerweile 16 und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Der kommt nämlich nicht zu mir und sagt so, ey Alter. Der kommt immer und sagt so, Onkel Johannes. Und da weiß ich immer direkt, der Onkel Johannes ist gleich 50 Euro Erbe. Meine Freundin hat gerade dieses Buch gelesen, 50 Shades of Grey. Seitdem ist die eine andere. Und ich habe sie noch nie erlebt. Im Hausflur, zu Hause, Tür zu machen, da reißt die mir die Klamotten vom... Es waren neue Klamotten. Na, und dann sind wir ins Bett, durch Zufall auf die Uhr, guck, war 2 Uhr in Stuttgart. Danach, ich schwöre, danach habe ich performt. Am Ende, ich gucke auf die Uhr, war 3:05. Ich war total stolz, bis meine Freundin mir erklärte, dass die Uhren umgestellt wurden. Schönen Abend noch. Vielen Dank.